Wegen eines Unfalls auf der B3 in Richtung Göttingen musste die Bundesstraße am Montag ab 14 Uhr zwischen Sutheim und Levershausen für einige Stunden vollständig gesperrt werden. Ein LKW-Fahrer war auf Höhe der alten Schuhfabrik in Sutheim aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinuntergefahren. Er schaffte es nicht, sein Vehikel wieder zurück auf die Straße zu lenken und krachte mit seinem Führerhaus beinahe frontal gegen einen Baum. Die Polizei und Freiwillige Feuerwehr Northeim mussten einen Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro feststellen. Der Fahrer kam noch einmal relativ glimpflich davon. Er verletzte sich nicht. Glück im Unglück. Wäre der Lastkraftwagen wie üblich mit Holz beladen gewesen, wäre der Unfall womöglich deutlich schlimmer ausgegangen.